Willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Es geht weiter hier in unserer Gruft und wir hatten hier zuletzt die Leiche von Onkel Chet. Ist es Onkel Chet, den wir... Nee, das... Doch. Ich verwechsel die Familie immer noch so ein bisschen, die Mitglieder. Auf jeden Fall wurde der dann doch letztendlich hier kaltblütig niedergemacht und liegt jetzt hier, wahrscheinlich nicht freiwillig. Wir machen uns wieder auf die Socken nach oben hinaus, auf der Suche weiter nach Ethan, der, wie wir wissen, hier auch zuletzt irgendwie abgehauen ist. Ja, wir wissen nicht wohin und es ging um irgendeinen Schläfer. Er hatte Angst. Die Frage ist langsam, ist Ethan doch auch böse? Wovor hatte die Familie Angst? Also es war ja auch ihr eigenes Kind, dass sie da einsperren wollten. Und nun ist ja doch irgendwie alles anders gelaufen. Und ich frage mich jetzt auch gerade, wie laufe ich denn jetzt eigentlich am besten mal? Ich laufe mal hier entlang und bin gespannt, was für weitere Rätsel hier auf uns zukommen. Ich meine, wir hatten hier eigentlich auch alles erledigt. Mal kurz überlegen. Ich hab die Reihenfolge zuletzt geschafft gehabt, dann doch noch geschafft gehabt. Das war alles ja doch nicht so einfach für mich. Aber ich habe es letztendlich doch geschafft und ja. Was nun? Ich will jetzt eigentlich nicht zurücklaufen. Ich will ja weiter. Ich glaube, hier sind wir nicht weitergelaufen bisher. Darf ich die Leiche denn da jetzt einfach links liegen lassen? Ich denke schon, sonst würde sich da ja wieder alles erneut abspielen. Jetzt laufe ich wieder im Kreis. Hier ist die Kirche. Wir wollen eigentlich mal weiterkommen. Was ist denn, wenn ich da hinten weiter geradeaus laufe? Ich bin jetzt hier den Hügel ein bisschen hoch. Genau. Wenn ich jetzt hier rum und hier dann aber da hinten weiter. Wo komme ich dann hin? Laufe ich jetzt zurück oder laufe ich weiter? Nee, hier komme ich her. Das kann also nicht richtig sein. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Nee, dann laufe ich hier mal entlang. Da, wo ich zwar gerade herkomme, aber vielleicht gibt es da ja noch einen Pfad weiter. Irgendwie der hier rechts. Nee, dann wäre ich da schon längst hingelaufen, das denke ich mir gerade. Wo führt mich der Weg denn jetzt hin? Hier geht's auch nicht lang. Ja, es ist so unglaublich schön, wie immer, wenn es nicht so ruckeln würde. Aber ansonsten ist es fantastisch aussehend gemacht. Keine Frage. Ich denke, ich mache mich jetzt hier einfach nochmal auf den Weg nach unten. Vielleicht biegt da ja da hinten doch nochmal eine Zweigung ab. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier... Ich laufe mal nach da unten und laufe da hinten mal geradeaus. Hier jetzt einfach so querfeldein. War da nicht das Hexenhaus? Ach, guck mal, wenn wir jetzt hier runter... jetzt hier runter gehe. Mich hier weiter links halte. Was kommt denn dann? So. Wenn ich jetzt hier nach oben laufe... Guck mal hier! Aha. Aber hoffentlich ist das nicht wieder... Ach, jetzt bin ich wieder an der Stelle, ne? Nichts Neues. Scheiße, nichts Neues. Ärgerlich. Aber wenn es hier weiter geradeaus geht... Ich glaube, jetzt bin ich richtig. Oh nee, jetzt bin ich genau wieder da, wo ich... Ah, wo ich vorher war. Scheiße. Ah, Leute, verwirrt mich nicht. Es muss doch hier mal einen Weg zurückgeben oder weiter, eher gesagt. Ja, ich weiß nicht, wo lang. Wo geht's lang? Ich laufe hier immer nur im Kreis. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo lang. Ich muss irgendwie nach oben gehen. Ich will weiter nach oben laufen. Ich will nicht nach unten, ich will nach oben. Den Berg hinauf. Wo wäre Ethan lang gelaufen? Ethan wäre doch nicht hier lang gelaufen, oder doch? Und da hinten dann rechts?
laufe mal hier querfeldein. Denn hier geht's ja wieder runter. Oder ist das ein anderes runter und ich erkenne das nur gerade falsch, dass ich immer denke, da komme ich, aber ich komme da gar nicht her. Ne? Und wenn wir hier hochlaufen, waren wir hier schon. Hier den Asphaltweg entlang, waren wir hier schon. Nö, oder? Nö. Guck mal hier, hier waren wir doch noch nicht. Ah, okay. Jetzt wird's ja spannend. Warte mal. Oh Gott, jetzt kommen die Eulen wieder. Die gruseligen Eulen. Bin hier bei den Ästen. Ich laufe mal hier weiter. Oder komme ich hier? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Das ist ja auch schon wieder hier drei Parts her, dass ich den Weg einmal entlang gelaufen bin. Nicht, dass ich den ganzen Weg gerade zurücklaufe. Das wäre ja scheiße. What do the dead have to say? Oh, hab ich mich erschrocken. You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Okay. Erschreck mich doch nicht so, du Detective. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, die Eulen, die sagen es einem schon. Die Eulen, sind das überhaupt Eulen? Ich glaube schon. Ja, hier waren wir noch nicht, ne? Das wüsste ich aber. Wir sind doch auch nie so einen steinigen Weg die ganze Zeit entlang gelaufen. Ich biege jetzt hier einfach mal ab. Jetzt biege ich mal hier ab. Ich habe... Oh, das wird noch... Nicht ruckeln jetzt so doll. Das wird noch schwierig hier, weil ich jetzt gar nicht weiß, wo ich langlaufe. Hallo? Ach, es ist herrlich schön hier. Hier, da kam man auch runter. Okay, dann laufe ich mal hier weiter runter. Ich habe nur Angst, wenn ich runterlaufe, dass ich irgendwann wieder da ankomme, wo ich war. Oder bin ich jetzt hier an einer anderen Stelle? Mein Gott, wie weit der Ethan gelaufen ist. Ist ja auch nur ein Kind. Aber was stimmt mit diesem Kind nicht? Warum wollte seine Familie ihm den angeblichen Schläfer übergeben? Was ist der Schläfer? Ist das ein Teufel? Ist das ein Monster? Was ist das für ein Tunnel? Ah, diese schöne, wunderschöne Aussicht. Ach, toll, oder? Wie in echt. So, ich laufe mal in den Tunnel hinein. Sind wir durch einen Tunnel hergelaufen? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Wir sind doch nicht durch mehrere Tunnel gelaufen, oder ne? I've stepped through too many portals. Been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Ja. Der ist aber auch sehr poetisch, der Detective. Macht sich auch viel Gedanken. In einer hohen Auflösung, denn das habe ich ja jetzt runterskaliert hier. Wenn es nicht so doll ruckelt, sieht das auch so klasse aus. Ich meine, es sieht ja schon so klasse aus hier, dass... Gras, wie das hier so vor sich hin wabert. Herrlich. Ist aber so ein bisschen eher herbstliche Stimmung hier. Es passt jetzt nicht ganz in unsere sommerliche, warme Zeit. Ich bin tatsächlich zu den Häusern zurückgelaufen, oder? Scheiße. Aber warum labert er denn dann? Wenn er labert... Wenn er labert, heißt das doch eigentlich... Das verstehe ich jetzt nicht. Bin ich doch tatsächlich durch die Tunnel gelaufen und hab's nicht gemerkt. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Ich will doch nicht wieder in die Häuser, aber... Vielleicht können wir hier noch weiter geradeaus laufen. Vielleicht bin ich einen anderen Weg zurückgelaufen, als ich eigentlich war.
In dem Haus waren wir jetzt aber schon, ne? Nicht, dass wir hier doch noch aneinander stehen, aber es ist doch das Gedöns hier, wo wir schon waren. Ich laufe jetzt hier nochmal hoch. Hoch, habe ich gesagt. Hoch, 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 hoch. Ja, das sind leider 10 Minuten doofes Rumgelaufe. Für den Fall der Fälle, dass hier in diesem Part nicht viel passiert. Da oben ist doch wieder die olle Kirche. Das gibt's doch nicht. Ja, ich bin irgendwie einen anderen Weg gelaufen. Oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Du, Mensch. Da ist wieder die Ecke. Ist da wieder die Ecke? Nee, das ist doch eine andere Stelle hier. Hä? Okay. Ja, dann ruckel dich mal hoch. Und dann suchen wir mal das... Schön. Das ist toll gelaufen. Das war geplant. Das war alles geplant. Aber er hat doch gequatscht. Vielleicht war das ja richtig, dass ich hier runterging. Nur irgendwie die falsche Abzweigung oder so. Ah, wo denn lachen? Wo denn? Ethan. Zeig uns den Weg, Ethan. Denn hier ist doch nichts anderes. Ich laufe hier dusselig immer wieder im Kreis und check nicht, wo ich lang soll. Der Ethan müsste es doch eigentlich wissen. Warum hat er auch keine Spuren hinterlassen, der? Das muss richtig gewesen sein. Der Typ hat gequatscht. Ich laufe jetzt nochmal den steinigen Weg entlang. Aber werde jetzt einfach nochmal schauen, ob ich da eine andere Abzweigung nehmen kann. Oder hier doch in die Büsche rein oder so. Vielleicht war das falsch, so weit wieder runter und zurück zu laufen. Vielleicht hätte ich hier irgendwo abbiegen müssen. Woher soll man das denn auch wissen, alles am Anfang? Ich habe das Spiel ja auch noch nie gespielt. So, ich laufe hier jetzt nochmal rein und gucke mich nochmal hier um. Düdeldum. Hier den Fels hoch. Erklimmen. Hier ist nix. Komme ich nicht weiter. Kommst du hier irgendwie weiter? Nö. Ach, die Tannen, das sieht alles so wahnsinnig realistisch aus. Haben die echt gut gemacht. Die wenigen Entwickler, das waren nämlich nicht viele, aus Polen. Ich glaube, es sind polnische, wenige, kleine Entwickler gewesen, die so einen grandiosen Augenschmaus entwickelt haben. Aber das wisst ihr wahrscheinlich bereits. Und wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Das gibt's doch nicht. Lieber Detective, du hast hier geredet, also war ich doch hier richtig. Ich laufe ja schon, ich laufe. Ich laufe hoffentlich schaffe ich's. Ich will doch nicht nur ein Part hier rumgerannt haben. Es wäre doch furchtbar langweilig. Gut, ich kann natürlich die Zeit über hinweg was erzählen. Es war heute ein sehr warmer Tag. Für euch wahrscheinlich auch. Ja. Diesmal laufe ich hier nach links. Vielleicht ist das ja falsch gewesen, dass ich rechts entlang bin. Jetzt laufen wir hier links, links, links. Tidlilu. Tidlilu. Oh, hier habe ich doch was gefunden, denn... Yeah, betreten. Was kann ich denn hier... Hallo? Vielleicht finde ich hier ja noch was, aber... Ich betrete das dann mal, denn wir wollen ja endlich mal was erleben. Ich erlebe was. Wir erleben was. Wo springt er da jetzt rein? In irgendeine Höhle? Eine Höhle. Eine große, wiege Höhle, die ein bisschen dunkel und eklig ist. Ich habe ein bisschen Angst hier unten. Sieht natürlich total toll aus hier, aber... Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Tomb Raider. So, wo man durch diese Gräben mit denen fehlen jetzt nur noch irgendwie die Zwinger mit den Leuten und jetzt schlittern wir hier runter und... Oh, und das traut er sich. Okay, hier ist ein Tor. Kann man denn hier einfach raus? Damit wir es wissen. Es sieht sehr verschlossen aus. Leider sieht es sehr verschlossen aus. Ja, klasse. Dann stapfen wir mal schön hier entdurch.
Gar nicht gruselig. Oh, gar nicht gruselig. Mit voll den Gängen hier. Kannst du da an den Brettern eigentlich vorbei? Oh, bitte keine schreckhaften Schocker-Momente hier. Das halte ich jetzt nicht aus. Ich spiele gerade um 11 Uhr abends. Das muss jetzt nicht sein. Ethan, bist du hier, Ethan? Ethan, wenn du hier bist, Mäuschen, sag mal piep. Ich glaube, ich muss da in diesen komischen, gruseligen Fahrstuhl rein. Klasse. Wenn ich hier einfach reingehe, dann kann ich hier nach unten sagen und hier kann ich nach unten sagen. Jetzt fährt das Ding erstmal alleine rum. Fahr mal erstmal alleine runter. Wir schauen uns das mal erstmal an. Ob das Ding überhaupt stabil und sicher ist. Und nach oben kann man auch fahren. Boah, voll der Schacht hier. Komm mal wieder nach oben. Okay, das Ding fährt sehr weit nach unten. Hat auch ein bisschen was Silent Hill-mäßiges. Einfach mal in Löcher springen. Leute suchen. Szene hat gespeichert. Die Szene hat gespeichert. Oh, ist das unheimlich hier. Oh, das geht gar nicht. Kann das Ding jetzt wieder kommen? Komm mal wieder nach oben. Mit wir da schön in den Abgrund runterjagen dürfen. Oh Gott. Ich will nicht. Aber ich muss wahrscheinlich. Ich muss ja immer. Ich habe das Spiel angefangen, dann wird das auch beendet. Ich freue mich jetzt schon wieder auf Silent Hill. Da ist das ja hier eigentlich gar nichts gegen. Aber es ist alles so realistisch. Und in Wirklichkeit wäre ich hier ganz alleine und müsste in dieses Ding da einsteigen. Und ja, okay, Speicherszene. Dann fahren wir mal nach unten. Wir können auch nach oben anscheinend. Hallo? Okay, ich habe keine Ahnung. Es fährt sehr weit runter. Wenn Ethan irgendwo ist mit dem Schläfer, dann bestimmt hier unten, ne? Nicht, dass es noch voll die Action-Schock-Szene gibt. Ah, lauf weg, schnell! Ah, oh! Ich laufe mal nach links. Okay, da ist nix. Was ist rechts? Auch nix. Kann man sich ja noch merken. Hi, ich bin's, der Special Agent mit meinen coolen Fähigkeiten. Boah, jetzt geht's da auch noch lang und da geht's jetzt lang. Oh la 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 la, oh la 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 la. Boah, hier könnte man so gute Schocker einbauen. Da kommt die Musik auch wieder. Ach, dass das so unheimlich wird, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Ui. Oh. Oh, hier gibt es bestimmt wieder was zu tun für uns. Oh, es ist so dunkel. Oh, es ist dunkel. Das mag ich gar nicht. Untersuchen. Spitzhackenregal. Leerer Platz. Da wurde was weggenommen. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Haha. Was soll ich finden? Ist ein schwarzes Feld. Was soll ich finden? Ja, klasse. Im Dunkeln also. Soll ich hier im Dunkeln irgendwas finden? Vielleicht muss ich irgendwo Licht machen. Was haben wir hier unten für ein Gewaber?
Das ist ja auch klasse. Liegt da irgendwas? Nee. Ach, das ist ja alles nicht so unheimlich hier. Nach oben. Was heißt denn das? Ach, jetzt bringe ich den Fahrstuhl hier nach oben. Oder irgendwas anderes. So ein Käfig. Was ist denn hier in dem Käfig? Was? Kaputtes Schloss von außen? Opfer ertrunken, postmortal, vor dem Tod? Berühren. Ich kann leider nicht genug erkennen. Und wir können das hier nicht aufmachen. Oh, scheiße. Wer ist denn das? Das ist doch die Mutter, oder? Das ist doch die Mutter. So eine Scheiße. Wie ist das denn jetzt auch noch passiert? Oh nein. Ja, die lassen wir da oben jetzt erstmal. Wir können ja hier auch noch ein bisschen weiterlaufen, ne? Wir können aber auch noch mal hier uns umgucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin irgendwie ein bisschen angespannter. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal auch so angespannt war, aber ich glaube nicht. Das ist schon übel jetzt hier. Das wird irgendwie immer übler. Irgendwie geht die ganze Familie drauf. Hier können wir das Ding betreten. Dann können wir dann damit mal fahren. Bin ich damit, kann ich damit einfach fahren oder muss ich hier wieder irgendwas finden? Eine Kurbel? Oh, wir können tatsächlich damit fahren. Okay. Kannst du da, wieso macht das da jetzt einen Stopp? Oha. Okay, und wenn wir jetzt hier einfach mal langfahren. Wissen wir dann wieder vielleicht, wo wir hier halten sollen? Da sind Steine im Weg. Da geht's gar nicht weiter. Wenn wir da ordentlich mit Bums gegen donnern. Ja, für Sparta! Das klappt sogar. Das klappt sogar. So, und jetzt nur geradeaus, bitte. Geht das oder fährt er dann die Kurve? Nee, dann fährt er die Kurve, okay. Warte, dann fahren wir weiter. Das hat sogar geklappt mit den Steinen. Ich glaube es nicht. Ja, ich bin ein Fahrstar. Okay. Jetzt fährt er hier so rum. Machen wir mal so eine kleine Spritztour hier. Hier sehen wir rechts, die Leiche von meiner Mutter, sehr schön auch. Ja, hier ist ein Schalter, meine Damen und Herren. Hier sind wir in einer gruseligen Mine. Und das war's auch schon mit unserer kleinen Spritztour durch den Minenschacht. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bitte besuchen Sie uns gerne wieder. Ja. Es war schön, eine kleine Spritztour. Schön. Schön, schön. Okay, gut. Kümmern wir uns mal um die ernsten Dinge des Lebens. Wenn ich das jetzt nochmal nach oben mache, wo geht das denn dann hin? Tschüss, Mama. Steht der da oben? Bringt mir das irgendwas? Weil ich von da oben vielleicht irgendwas untersuchen kann besser. Vielleicht komme ich da eher ans ran. Hm. Kann ich jetzt mit der Spitzhacke hier mehr erkennen vielleicht? Weil ich das Ding nach oben gemacht habe. Mache ich mal. Sehe ich jetzt mehr als vorher? Weil ich die Bahn gefahren habe und so. Nö, ich sehe gar nichts. Das ist ja toll. Wo ist die Spitzhacke? Die ist bestimmt im dunklen Wasserloch. Ist sie hier? Ist sie vielleicht hier? Warum finde ich sie nicht? Weil ich den Weg noch nicht gefunden habe, den richtigen. Und was soll ich hier mit der Bahn? Das habe ich auch noch nicht gerallt. Jetzt haben wir hier ein bisschen Licht. Was ist, wenn ich hier mal lang laufe? Oh lala.
Vielleicht liegt die ja hier irgendwo im Dunkeln und wir können sie nur nicht sehen. Vielleicht muss ich mit der Bahn hierher, um das zu beleuchten. Das heißt aber, ich muss die Gleise irgendwie mal verdrehen, verdingseln. Wie macht man das denn? Muss ich das nicht hier in diesen Schaltern machen? Kann man das hier machen? Wie mache ich das denn mal? Wie mache ich das denn mal? Also ich denke, damit können wir bestimmt geradeaus fahren und dann sehen wir die Spitzhacke. Aber so fährt die ja immer so eine Kurve. Nee, fährt ja durch. Ach, guck mal hier, links. Hier sehen wir etwas zum Untersuchen, meine Damen und Herren. Da halten wir doch gleich mal an und verlassen das Ganze, während das Ding noch fährt. Zack, abgesprungen. Kannst du dann mal bitte das hier wieder hin leuchten? Ach so, ich muss das so machen, dass das... Okay, alles klar. Ich muss das so machen, dass das Licht der Scheinwerfer dahin... Zurück, habe ich gesagt. So, jetzt sieht man das nämlich auch. Da. So. So machen wir das. So wird das hier gemacht. Untersuchen. Da ist sie, die Spitzhacke, die... Düdü. Smoothie hier. Gut, da hat jemand das Stromdingens zerstört. Warum? Ich bin bestimmt noch nicht fertig hier, deswegen steige ich nochmal rauf auf meine gruselige Bahn und meinen Wagen, meinen Waggon, mein Fahrteil... Und gucken, ob ich noch mehr entdecke zum Untersuchen. Denn mit den Scheinwerfern sieht man ja jetzt hier wesentlich mehr. Und irgendwie fühle ich mich auf diesem Fahrzeug ein bisschen sicherer. Und nicht so ausgeliefert. Notfalls kann ich ganz schnell wegfahren. Oh, oh, da leuchtet irgendwas. Ich glaube, ich muss hier jetzt leider mal aussteigen und nachschauen. Ja, muss ich. Toll. Oh, schön hier. Oh, gar nicht gruselig. Um die Ecke gucken. Das flackert, das Licht. Hallo. 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 Es geht immer tiefer. Warum geht es denn immer tiefer hier? Ich will nicht immer tiefer gehen. Wir sind schon so weit unter der Erde. Ja, fehlen nur noch die Totenköpfe. Fehlen nur noch die Totenköpfe. Monster, Totenköpfe, Aliens. Ein Raumschiff. Wegen Astronauten. Die Musik kommt wieder. Ist auch ein gutes Zeichen, dass ich hier richtig latsch. Wo ist die nächste Leiche? Wo ist die nächste Leiche? Gott, wie tief geht denn das bitte? Das ist ja furchtbar. Wie Jimmy. Ja, und noch ein Schacht, und noch ein Schacht. Hier. Oh. Oh Gott, was steht da? Lesen. Warte, nein, 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 nein. Du sollst es schon nehmen und lesen. Siehst du, diese Warnung geht nicht weiter. Geh nicht weiter. Siehst du, diese Warnung ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du, diese Warnung bleibt das Seemonster-Tor verschlossen. Wie. Ja, so ist das hier. Ich soll nicht weitergehen, steht hier. Hier steht, ich soll nicht weitergehen, ich soll nicht weitergehen, ich soll nicht weitergehen, aber er macht's trotzdem. Ich muss, ich will nicht. Oh, überall Kerzen, wer hat denn die ganzen Kerzen angemacht? Irgendeine Verrückte oder ein Verrückter, der ein Ritual machen will. Bitte wo ist das denn? Ah! Nein! Was mache ich denn jetzt? Was? Ich lauf. Renn mal, renn durch.
Nicht nach links und rechts gucken, einfach mal durchrennen. Ich habe Angst. Ein Plan, ein Plan, ein Plan. Ein Kreuz. Wo bin ich? Oh Gott, ich... Geradeaus, links, rechts. Ich muss aufpassen hier. Ich muss aufpassen. Oh Gott, ich bin angespannt jetzt. Ich habe Angst hier unten. Wo, was war das für ein... Nein, nein, nein. Nein! Es ist ein Weglauf-Dings-Part, scheiße. Wo soll ich denn hin? Ich laufe hier einfach kreuz und quer. Scheiße. Scheiße. Hier ist ein Tor. Wo lang, wo lang? Leute. Was? Untersuchen. Was? Okay, ich kann jetzt hier irgendwelche Leichen zerfleddern. Nein, 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 nein. Ich hab Angst. Oh Gott, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Was ist hier los? Da ist wieder ein Scheiße. Da muss ich aufpassen. Wo die Scheinwerfer sind, ist er mit seiner Taschenlampe irgendwie. Was mache ich hier eigentlich? Ah, Hilfe. Da ist ein... Wo stehe ich? Wo? Oh Gott. Ich kriege einen Herzinfarkt hier unten. Wo bin ich jetzt? Hier komme ich jetzt wieder zurück? Wo? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hier, hier. Noch eine. Das waren zwei. Wie viele muss ich jetzt hier... Lauf weiter, lauf einfach weg. Boah, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Da, guck mal, da laufen wir mal hin. Waren wir hier schon mal? Laufe ich jetzt zurück? Hier. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Am Anfang, ne? Ich bin am Anfang. Oh, zwei von... Oh, ich spuck schon. Zwei von diesen Leichen habe ich erlegt. Gefunden. Erlöst. Whatever. Da unten, da ist ein Irrer mit einer Taschenlampe in der Mine. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Anscheinend noch mehr von diesen Dingern finden und dann... Hey, Jemini! Das ist voll schrecklich. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.